Irgendwann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Galizien geht. Ich will so sehr ballen. Jo, Freunde, was geht ab? Back in the game, remember my name. Es ist wieder der Angel, hier vor euch am Start. Ich sehe aus wie Monte sein Vater, das ist aber heute gar nicht das Thema. Und zwar möchte ich mir mal was von der Seele reden und euch um Rat fragen. Heute ist auf jeden Fall gechilltes Wetter, deswegen heute einmal draußen Perspektive. Meine Stimme ist gut weg. Wo ihr das Ding findet, wisst ihr ja, ne, Freunde? Da kenne ich nichts. Heute geht es um etwas, was schon etwas in Vergangenheit liegt, weshalb die Angel Queen mich auch das ein oder andere Mal geboxt hat, dass ich endlich mal diese Real-Life-Story machen soll. Und zwar geht es hier um einen Kollegen, den nennen wir mal Muschi. Das ist jetzt Kollege, Patient, Muschi. Wo ich dieses Video gedreht habe, einen Tag mit mir, da sind wir an einem Ort gefahren, wo wir eigentlich des Öfteren hinfahren. Das liegt in Dienstlaken und da gibt es halt so eine Einfahrt. Und da bin ich dann reingefahren. Boah, das Wetter ist so nice erstmal. Da kommt noch eine Real-Life-Story auf jeden Fall online, was mit einem Bett passiert ist. So. Erstmal wollte ich sagen, bitte gönnt euch mal 2-3 Minuten am Tag und geht einfach mal raus in die Sonne, setzt euch hier hin und lasst einfach euer Leben an euch so vorbeiziehen. Das ist so gechillt, man kommt so runter. Wir waren jetzt eben noch einkaufen, aber ich schweife schon wieder komplett ab hier. Da bin ich dann in der Einfahrt, wo ich des Öfteren schon mal geparkt habe, beziehungsweise du kannst da reinfahren und da sind dann mehrere Parkmöglichkeiten und die habe ich dann auch genutzt, weil diese Person, bei der wir zu Besuch waren, die hatte einen Privatparkplatz und auf den habe ich mich gestellt. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Ein- und Ausfahrt und da passen locker 2 oder sogar 3 Autos nebeneinander, wenn die Leute korrekt parken. Und ich habe halt ganz schnell auf knackig, ihr wisst, kurz reinlenken, zack, geparkt und fertig. Ich war gut in der Parklücke drin, wenn man das Parklücke nennen kann. Ne? Ich stand da einfach zwischen 2 Bäumen, aber halt auf dem Parkplatz, ne? Auf dem wirklich Parkplatz von ihr. Und dann steigen wir so aus und dann habe ich ein Geräusch vernommen. Ey. So richtig so ein Ey. 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 Und ich mir dabei nichts gedacht, weil ich bin so ein Kollege. Ich mag das auch nicht, wenn ich so durch die Stadt gehe und ach, da sind so Leute am Schreien, da schenke ich gar keine Aufmerksamkeit den Leuten, weil ist es ja eigentlich so, wenn man dann nicht gemeint ist und man dreht sich um, dann steht man da halt da wie so ein Vollspaß. Also habe ich das mal dann gediegen sein gelassen. Dann kam halt so lange dieses Hey, bis ich gedacht habe, okay, damit kann eigentlich nur ich gemeint sein, weil ich habe sie so angeguckt und sie guckt mich so an. Ich war halt hinten noch ein bisschen was am Abpacken, ja, an meiner hinteren Tür, habe mich dann zurückgelehnt, Tür zugemacht und ich drehe mich um. Daumen ist der Patient Muschi. Cap nach vorne gedreht, also ich kann euch mal zeigen, wie der aussah circa. Ungefähr so, wie so der reinste Aslak, keine Ahnung. Ich möchte jetzt hier auch keinen zu nahe treten, wer diesen Style auslebt, ist halt nicht meins. Und da war halt in seinem Tanktop und so. Und guckt so runter und meint so, hey, hey. Alleine jetzt, wo ich den nachgemacht habe, ist er sich nicht behindert vorgekommen? Da ist er auf seinem Balkon mit seiner Perle. Die Cap nach vorne so gedreht, luftig locker leicht auf den Kopf und meint zu mir, hey, ich, ja, was los? Und dann meint er so, du darfst denn nicht so parken. Da meinte er zu mir, obwohl ich weiß, wie ich da zu parken habe, du darfst da so nicht parken. Ich gucke ihn an, wie ich darf da nicht parken. Wisst ihr, was er meinte, Freunde? Wisst ihr, was er meinte? Ich sollte mich da an die Regeln halten? Ich meine, es gibt allgemeine Parkregeln, an die soll man sich halten, nicht an irgendwelche privaten Regeln von irgendeinem, der das da festgelegt hat. Und meint, was zu sagen zu haben, obwohl er so einen kleinen Pimmel in der Hose hat. Dann sagte er mir, ich darf da so nicht parken. Ich gucke ihn an, wie ich darf da so nicht parken. Dann sagte er mir, ja, da passt doch kein Auto mehr durch. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein. Zwischen meinem Auto und einem anderen Auto, da passen locker noch 2 Autos zwischen oder ein richtig breites Auto, da konnte ein LKW durchfahren. Wisst ihr, wie ich meine? Und der pisst sich da an, dass ich ein bisschen weit in die Straße da reingeparkt habe. Übrigens, mein Auto ist das rechte da, ne? Ganz davon ab, dass der gegenüber von mir genauso geparkt hat auf der anderen Seite, aber da hat er nichts zugesagt. Wieder einer in seinem Leben, der nichts zu tun hat und dann meint, einen auf dicke Hose zu machen, weil er seinen kleinen Pimmelwurz auskompensieren muss. Dann habe ich ihn halt gesagt, ey, ich parke hier seit 3 Jahren so. Du brauchst hier nicht mein zu wissen, wie man hier zu parken hat. Und dann fing er an. Dann fing er an, von wegen, halt die Fresse, ich komme gleich runter. Da habe ich gesagt, alles klar. Ich bin ja eigentlich jemand, der Sachen nicht mit Gewalt als erstes löst, aber wenn ich mich halt selbst verteidigen muss, dann kann ich das gut und gerne auch mal machen.
weshalb habe ich Kampfsport-Erfahrung. Dann habe ich halt auf den Kollegen gewartet. Wir haben uns noch so ein bisschen angekeift, von wegen ich so, ach halt die Fresse, genieß so einfach das Wetter, hier bummst mal deine Olle durch, dies, das, hast du nicht genug Sex gehabt in deinem Leben, dass du jetzt hier einen auf Welle machst. Er ist auf jeden Fall dann abgezischt, hab ihn nicht mehr gesehen, ich stand noch am Auto. Eine Minute geht rum. Drei Minuten gehen rum. Wir sind dann einfach reingegangen. Und haben diesen Zweck erfüllt, weshalb wir eigentlich da waren, um halt jemanden zu besuchen. Von der Terrasse aus, ihr müsst vorstellen, das Wohnzimmer hat so eine Terrasse und von da aus kann ich diesen Parkplatz sehen, wo ich geparkt habe. Und dann war ich halt in dem Wohnzimmer und ich dachte mir so, alles klar, wenn der gleich runterkommt, warum auch immer der so lange braucht, um da runterzukommen, wahrscheinlich muss er sich noch aufstylen oder so, keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgegangen ist, war ich dann da in dem Wohnzimmer und habe diesen Parkplatz noch begutachtet, sage ich mal, ich habe den aufs Korn genommen. Damit, wenn der jetzt runterkommt und was mit meinem Wagen anstellt, dass ich halt direkt Augenzeuge bin, dies, das. Dann ist er runtergekommen mit drei Mann. Er ist mit drei Mann runtergekommen. Thema Nummer 1, Muschi. Du kannst dich auch jetzt gerne angesprochen fühlen. Wenn du deine Fresse aufreißt, ja, dann hab auch die Eier in der Hose, später alleine von Mann zu Mann mit mir über das Thema zu reden, weshalb, worum es überhaupt geht. So, zweitens. Er mit seinem dünnen Spargelarm, Alter. Ich meine, ich habe ja schon dünne Arme, aber seine Arme waren einfach so wie mein Finger. Ungelog. Der hatte so dünne Arme. Ey, der hätte sich hinter einem Stoppschild verstecken können. Den hätte man nicht mehr gesehen. Und dann ist er da mit seinem Tanktop. Hühnerbrust des Vergeltungsgrauens, Alter. Die Cap immer noch so. Hat er sich so eine Panzerkette geholt und umgetan. Einen auf harten Babo am Machen. Ist dann da und läuft um mein Auto rum. Läuft so rum, einen auf dick, breit, einen auf, oh, ich bin nicht breit, aber ich muss mich breit machen. Läuft da mein Auto rum, guckt mich an und guckt weg, Freunde. Er hat weggeguckt. Er hat seine Fresse aufgerissen, wollte mir was abhaben. Da frage ich mich, was soll das? Und das ist diese Message. Übrigens ist er dann auch abgezischt und dann hat er nie wieder was zu mir gesagt. Zumindest bis jetzt nicht, vielleicht kommt da ja noch was. Meine Message ist an euch, warum macht man das? Warum reißt man sein Maul auf, um dann später den Schwanz einzuziehen und dann sich wieder zu verpieseln? Meine Einsicht ist ja schön und gut, aber what the fuck, das ist ein scheiß Parkplatz. Es ist doch egal, wie man da parkt. Ihr habt es doch gesehen, da hat locker noch ein Auto durchgepasst. Der hat Logik. Und hier einfach mal die Frage, was soll das? Was soll das? Das ist meine ernste Frage jetzt. Was soll so etwas? Hat das irgendwie so einen Sinn oder so? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, wenn euch die Real Life Story ein bisschen gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Schreibt mal in der Beschreibung, da habe ich geile Sachen für euch verlinkt. Natürlich zum günstigsten Preis mit Rabattcode, da kenne ich nichts. Da würde ich sagen, bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Video wieder. Haut rein, genießt noch das Wetter. Psch.